Moin und herzlich willkommen bei Giber Caravantechnik in Springe bei Hannover. Ja, es ist Freitag, nee, wie spät haben wir es? Freitagnachmittag, doch, ja, 14 Uhr fast. Und wir wollen euch heute ein ziemlich cooles Fahrzeug zeigen. Ein ziemlich seltenes Fahrzeug, aber ein ziemlich hochwertig und exklusives Fahrzeug. Ein Wochner. Ich weiß gar nicht, Louis, wie viel bauen die im Jahr? Firma Wochner? 20 oder so? 20 sagst du? Ja. Auf jeden Fall ziemlich cooles Fahrzeug. Hat ein schönes Autark-Paket von uns bekommen. Das wollen wir euch einmal zeigen. Wir hatten euch ja eigentlich versprochen, die Woche nochmal auf den Servo einzugehen und da ein paar Features zu zeigen. Das haben wir aber leider nicht hinbekommen die Woche. Das müssen wir um eine Woche schieben. Das zeigt Luis euch dann nächste Woche. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal auf dem Dach an. Hier steht nämlich noch die Bühne. Die Jungs haben das vorhin alles verkabelt. Komm mal mit drauf. Hier ist noch das ganze Werkzeug. Schon ein bisschen Touren hier. Das geht. So, also, wir haben hier oben drauf vorgefunden zwei Paneele, die waren schon vorher da, da hinten. Die Anlage haben wir so belassen. Paneele sind ja einwandfrei soweit. Durchgemessen haben wir die, da haben wir aber einen neuen Regler gesetzt, der dann auch mit der gesamten Victron-Anlage kommuniziert bzw. integriert ist. Zeige ich euch gleich unten mal im Fach. Wir haben dazu gebaut insgesamt sechs Paneele und hier sieht man mal wieder, wie schön sich das Ganze bauen lässt mit den verschiedenen Modulabmessungen. Das sind alles 110 WP-Module, aber hier wieder kombiniert die normalen Abmessungen in Anführungszeichen mit den Slim-Modulen, die sich super kombinieren lassen. Alles schön in Reihe geschaltet, hocheffizient. Und ja, genau. Also wir haben insgesamt zwei Anlagen, 1, 2, 3 Paneele, je Anlage, je String. Jeweils auf einen Regler, das zeige ich euch unten gleich mal. Und ja, und somit, ich weiß gar nicht, was haben die Paneele da drüben wahrscheinlich, so wie sie aussehen, 100 WP? Vielleicht 120. Also haben wir 330 und 330 von uns, plus die 200, die vorher waren, gute 200, sind wir also bei knapp 900 WP jetzt hier auf dem Dach. Ich denke, das ist ganz gut ausgestattet. Dann folgt mal unauffällig. Kommt mal rein hier in die gute Stube. Ich würde sagen, geh du mal vor, film mal in das Fach hinein. Beziehungsweise in die Fächer. Habe ich schon an. Man muss ja nur Licht anmachen. So einfach kann das Leben sein. So, da kann man aber ganz gut sehen, denke ich, ne? Ja, wir unten haben wir vorgefunden. Was waren hier alles drin, du? Hier war ein Wechselrichter schon drin. Ein Vaeco-Wechselrichter, auch mit Netzvorrangschaltung und allem. Den haben wir ersetzt durch einen Multiplus 3000. Hier unten in dem Fach. Den alten Wechselrichter, wie gesagt, rausgeschmissen. Haben wir auch ein bisschen was an der Verkabelung geändert bzw. optimiert. Ich glaube, ausgangsseitig vom Wechselrichter war zwar in FI, was gut ist, aber kein LS-Schutz. Genau, das haben wir alles dementsprechend nochmal ergänzt. Und ein paar Stromkreise waren auch ohne. Lief nicht über den FI, das haben wir dann dementsprechend korrigiert. Genau, und das war da war vorher schon eine Lithium-Batterie drin, ne? Da war nämlich eine Super-B drin. Jetzt steht da drin eine AGM-Batterie. Das ist natürlich aber nicht der finale Zustand, sondern da kommen noch zweimal 300 Ampere-Stunden Bultron rein. Die sind aber leider gerade noch nicht hier. Die sind noch per Express unterwegs zu uns. Er ist leider gerade zur Zeit so ein bisschen ein Thema. Bei Bultron der Nachschub, die Batterien sind so gefragt, da haben auch wir langsam aber sicher unsere Bestände aufgebraucht und sind da auch gerade, ja, noch passt alles, noch kriegen wir die Batterien ran, aber es ist ein bisschen just in time. Deswegen haben wir alles soweit fertig gemacht, alles eingestellt mit der AGM-Batterie. Und wenn die dann heute im Laufe des Tages noch eintreffen, dann tauschen wir die einmal aus gegen die 300er, zwei Stück von Bultron. Genau, was haben wir da sonst noch eben gesehen? Louis, du hast ja schon fleißig drin rumgefilmt. Wir haben insgesamt vier Solarregler. Einmal für die ursprüngliche Anlage, die schon drauf war, den haben wir ersetzt. Dann für unsere beiden Anlagen, jeweils 330 WP. Und ein zusätzlicher Regler für ein Faltpanel.
Kunde bekommt auch noch ein Faltpanel, 200 Watt. Und genau, das kommt nochmal hinzu, also sind wir in Summe bei 1,1 kWp. Ja. So sieht das aus, genau. Der Servo, da sind alle Victron-Komponenten angeschlossen, genauso der Smart Shunt. Und wir können hier in gewohnter Manier über unser Bedienpanel nachher alles überwachen und steuern. Selbst hier in der Halle gerade 9 Watt Solarertrag. Genau. Ja, so sieht das aus. Also sehr schönes Fahrzeug, schönes Projekt gewesen. Und ich denke, das kann sich sehen lassen, nachher das Autark-Paket. Hier sehen wir jetzt, alles passt perfekt in diese Platte hinein. Wir blenden euch gerade mal ein Bild ein, wie das vorher aussah. Hier seht ihr, dass das hier vorher ein bisschen anders aussah. Da waren noch Paneele von Büttner drin, von dem, ich glaube, Stand war das, für den Solarregler. Da war eh noch ein Loch drin, weil da schon mal irgendwas anderes mal rausgeflogen ist. Auf jeden Fall haben wir hier die neue Platte entsprechend eingepasst und hier die Paneele dann integriert, sodass das, dass man die Spuren quasi nicht mehr sieht von vorher. Ja. Genau, dann folgt mir mal. Ja, hier drüben haben wir einen Hobby. Der hat von uns bekommen eine Gibernet Internetantenne und der hat von uns eine Liontron Untersitzbatterie bekommen. 150 Amperestunden unterm Fahrersitz. Bei Hobby ist es ja so, oder oftmals so, die Batterie sitzt original, die eine AGM-Aufbaubatterie saß unterm Beifahrersitz. Wir mussten also hier das Batteriefach einmal umpositionieren mit neuen Kabeln rüber, neue Absicherung. Da eben entsprechend Sicherungs- und Masseverteiler unterm Beifahrersitz. Genau, Ladebooster ist da auch dazu gekommen und ein neues 230 Volt Ladegerät, weil das alte, das hat ja, Geräusche gemacht. Das war so ein, keine Ahnung, was da kaputt war. Es hat auf jeden Fall noch geladen, aber es war irre laut und kaum auszuhalten. Ne? Da war irgendwie, die Lüfter hatten einen weg. Ich zeige euch nochmal die Gibernet, die ist hier hinten gelandet. Genau, da sehen wir sie. Kann man es einigermaßen sehen. Ich mache mal Licht. Genau, da sitzt das gute Stück. Fertig eingerichtet. Kunde hat eine SIM-Karte mitgebracht. Sehr vorbildlich. Wir haben die SIM-Karte eingebaut, in Betrieb genommen und getestet. Und haben, glaube ich, selbst hier drin, ich glaube, es war mit O2, eine O2-Karte, habe es vorhin probiert, glaube ich, auch weit über 90 Mbit direkt auf dem Schlag gehabt. Ja, genau. Da drüben steht noch ein Alpa, ein Detlefs Alpa. Ja, das war eigentlich eine Sache, die war, sollte eigentlich nur den Vormittag dauern, wie das oftmals so ist. Der hat von uns bekommen zweimal 160 Amperestunden Bultron. Hier ist es schon drin. Ich mache euch mal Licht, beziehungsweise hier ist doch Licht. Mache ich mal an. Genau, 2x160 Amperestunden Bultron. Sind noch nicht ganz fertig. Da machen wir noch ein paar bisschen Schutzrohr rum, machen das Ganze noch ein bisschen hübsch. Hier fehlen auch noch ein paar Sicherungen und Schrauben. Genau. Aber da müssen wir gleich noch mal was ganz anderes angucken. Wir hatten es euch ja schon, ich glaube, vorletzte Woche gezeigt. Gleiches Problem, Ladebooster. Ladebooster. Also, wir haben es bisher nur gesehen, als wir hier dran gearbeitet haben. Also erstmal das Fach, hier ist schon einiges dazugekommen. Hier ist ein Solarregler vom Händler schon mal reingekommen. Leider auch hier die AdN-Hülsen vergessen. Genauso beim Booster. Das sieht hier ähnlich aus. Ja. Kabel alle aufgewickelt und leider nicht gekürzt auf die entsprechende Länge. Ja, da müssen wir gleich noch mal ein bisschen bei. Und hier sieht man schon, eigentlich auf den ersten Blick, wie der Booster angeschlossen ist. Das sind die Kabel vom Booster parallel zum Booster. Offensichtlicher kann es eigentlich nicht sein, das ist hier ein Trennrelais. Also das werden wir gleich erstmal alles durchprüfen, was der Booster macht, ob der Booster macht, ob er wieder im Kreis lädt, weil das sieht optisch ganz stark danach aus, wenn das Relais schließt, sobald er den Plus bekommt, dann wird er im Kreis laden. Das schauen wir uns gleich mal an, müssen wir dann wahrscheinlich auch noch korrigieren. Ja, hier ist jede Menge Solar angekommen. Gestern insgesamt 120 Solarpaneele auf 1, 2, 3 Paletten. Mal wieder ein bisschen Nachschub für die nächsten Wochen. Da liegt zum Glück auch noch was fertig. Fertig zusammengeschraubt, wir montieren die immer vor. Ne? Das habe ich schon mal gezeigt. Wir montieren die immer vor mit den Spoilern dran. Da oben seht ihr sie, die verschiedenen Modulgrößen, die wir haben. Alle fertig vorkonfektioniert im Lager. Und das steht uns dann da auch noch bevor. Genau, ja.
Das war's von meiner Seite. Erstmal fällt mir jetzt gerade nicht mehr viel Sinnvolles ein, was ich euch erzählen kann. Nächste Woche ist Louis dann wieder am Start und wird euch ja, das schon versprochene Victron-System mit den zusätzlichen Komponenten mal zeigen. Das werden wir dann nächste Woche mal aufbauen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.